Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Viele unserer Zuschauer haben leider nicht die Möglichkeit, zu uns zu kommen, wie dieser X3 hier, möchten natürlich aber unser Know-how, unsere Erfahrung halt nutzen. Daher bieten wir auch eine Fernwartung an. Das heißt, wir schicken euch ein Kabel zu. Das Kabel schließt ihr an einen beliebigen Laptop mit Internetzugang an, schickt uns Zugangsdaten und wir können von hier aus euer Fahrzeug prüfen. Das heißt, habt ihr vor, ein Fahrzeug zu kaufen und möchtet nicht viel in das Fahrzeug investieren, dann können wir das Fahrzeug prüfen und ihr habt eine Verhandlungsgrundlage an den Händler. Wenn ihr selber ein Fahrzeug fahrt und möchtet nicht viel investieren in teure Reparaturen, kann man eine zur Vorbeugung das Fahrzeug diagnostizieren, den einzelnen Zustand der Komponenten prüfen und man weiß, was Sache ist, ob irgendwo Handlungsbedarf besteht oder nicht. Über dieses Kabel können wir auch Updates machen, um zum Beispiel bestimmte Steuergeräte auf einen neuen Softwarestand zu bringen, der halt Fehler nicht mehr hat. Genauso ist es halt auch möglich, bestimmte Modifikationen an der Motorsoftware durchzuführen, damit so ein Fahrzeug einfach langlebig bleibt. Thema AGR, das heißt, man kann die Frischluftrate verändern. Wenn ihr irgendwann mehr Leistung bei dem Fahrzeug haben möchtet oder bestimmte Komfortkodierungen wollt, können wir das auch anbieten. Aber wir gucken uns erstmal an, welche Sachen wir überhaupt prüfen können bei so einem Fahrzeug, dass ihr wisst, wovon ich überhaupt spreche. Eines der großen und teuren Probleme ist der Partikelfilter. Der sitzt direkt hinter dem Turbolader und soll die Abgase reinigen. Das Problem ist, damit die Abgase gereinigt werden, sind bestimmte Voraussetzungen nötig. Das heißt, zum Beispiel muss das Thermostat vernünftig funktionieren. Der Tank muss eine relativ hohe Beladung haben und ihr müsst eine bestimmte Strecke auf der Autobahn fahren. Das Auto reguliert selber, wann er reinigt und wann er halt nicht. Wenn ihr zum Beispiel bestimmte Komponenten habt, die nicht richtig funktionieren, wie zum Beispiel Dreiklappen, dann bricht das Auto die Regeneration ab. Wenn ein Fahrzeug eine relativ alte Software hat, dann kann es passieren, dass dieser Regenerationsprozess nicht perfektioniert ist. Deswegen prüfen wir jetzt den Partikelfilter bei verschiedenen Drehzahlen, um zu schauen, wie ist dort die Beladung. Denn wenn die Beladung immer mehr und immer mehr wird und das Auto von sich aus nicht regeneriert, dann kann man da eingreifen und eine Regeneration erzwingen oder das Problem suchen, warum welche Voraussetzung nicht erfüllt ist. Wir können hier zum Beispiel sehen, wir haben hier einen Wert, 35 ist der Maximalwert im Leerlauf. Wir haben hier einen Wert von 10, das heißt, wir haben eine Beladung von knapp bei 30%. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Drehzahl erhöhen auf 2000 Umdrehungen, prüfen wir, wie ist die Beladung bei 2000 Umdrehungen, denn wir fahren ja nicht im Leerlauf. Und dann schauen wir uns hier, wie die Werte sind. Hier ist genauso 75 ist der Maximalwert und jetzt gucken wir, wie ist der Ist-Wert, den wir hier haben und daran können wir sehen, wie ist der Zustand des Partikelfilters. Ihr seht, jetzt haben wir einen Wert von 13 von 12. Das heißt, bei 2000 Umdrehungen haben wir einen relativ niedrigen Wert. Man muss aber natürlich auch immer verstehen, dass ein Partikelfilter, der wird gemessen über einen Sensor. Der Sensor, der geht auch irgendwann mal kaputt. Das heißt, man muss natürlich die Werte vergleichen mit seinen Erfahrungswerten. Wenn so ein Fahrzeug wie das jetzt 200.000 auf der Uhr hat und wir eine Beladung haben von knapp, sagen wir mal 15% und das Auto hauptsächlich stattfährt, dann ist das eigentlich sehr unlogisch, ne? Und auch unwahrscheinlich. Daher sollte man in so einem Fall vielleicht als erstes mal den Sensor erneuern, beziehungsweise den Schlauch von dem Sensor. Ich habe jetzt wahrscheinlich keinen Schlauch hier, aber an dem Sensor und zwischen dem Partikelfilter ist ein Schlauch, der halt das alles misst, der auch kaputt gehen kann. Der Diesel wird über Injektoren oder Einspritzdüsen eingespritzt. So sehen die halt aus. Das ist zwar einer von einem Benziner, aber in dem spielt es für uns keine große Rolle. Wir prüfen, in welchem Zustand sind diese Einspritzdüsen oder Injektoren, denn wenn die nicht richtig vernebeln, dann haben wir keine vernünftige Verbrennung und wir haben dadurch natürlich eine Beladung im Partikelfilter. Anhand der Werte kann man sehen, wie ist der Zustand und für diese Laufleistung ist der Zustand wirklich gut. Das heißt, ein defekter Injektor hat einen Wert von minus 5 oder 5. Hier ist der höchste Wert bei minus 0,3. Das heißt, die Injektoren sind wirklich im guten Zustand. Wenn man zum Beispiel merkt, der Zustand verschlechtert sich, kann man Gegenmaßnahmen treffen, damit die nicht kaputt gehen. Weil so ein Injektor kostet um die 600 Euro pro Stück und wir haben in dem Fall 4 verbaut. Die Dieselfahrzeuge haben drei Klappen. Und zwar, die drei Klappen sitzen in der Ansaugbrücke und wir haben einfach das Problem, dass die verrußen. Das kann man hier zum Beispiel sehen. Diese Ansaugbrücke hat eine Laufleistung von 80.000.
Warum ist das für uns wichtig? Weil die drei Klappen, die Funktion von denen, dass sie nicht klemmen, ist wichtig für eine erfolgreiche Regeneration. Das Problem ist, ihr wisst nicht, ob die klemmen oder nicht und das Auto sagt das einem auch nicht. Das heißt, dass das Auto fährt auf die Autobahn, ihr denkt, ihr werdet gleich den Partikel regenerieren, aber die drei Klappen müssen eine bestimmte Position erreichen und wenn sie die nicht erreichen, dann bricht das Fahrzeug die Regeneration ab und ihr bekommt davon auch keine Meldung und fahrt und fahrt und fahrt. So, wir prüfen jetzt die drei Klappen, ob die klemmen. Dafür haben wir hier eine Soll- und eine Ist-Kurve. Das Fahrzeug erhöht die Drehzahl und wir sehen zum Beispiel, die rote Kurve ist die Kurve, die er haben soll und die blaue, die er hat. Ihr seht, die liegen übereinander, das heißt, in dem Fall klemmen die drei Klappen nicht. Für diese Laufleistung ist der Zustand auch wirklich sehr, sehr gut. Nach der Ansaugbrücke ist der Motorblock, wo die Ventile sind. Das heißt, das geht hier hinter. Wir prüfen jetzt die Versottung, in wie stark sind die Ansaugkanäle versottet. Wenn die natürlich stark versottet sind, dann haben wir ein kleineres Luftvolumen, was da rein kann und daher ein zu fettiges Gemisch. Die Lösung dafür ist eine Walnussschalreinigung. Dafür muss die Ansaugbrücke abgebaut werden und dann wird der Innenraum halt gereinigt. Wir können prüfen, ob das notwendig ist oder halt nicht. Das heißt, wir haben hier genauso Soll- und Ist-Werte, an die man vergleichen kann und dann weiß man, was ist los. Jetzt, das Fahrzeug fährt verschiedene Drehzahlen ab, denn wir haben bestimmte Sollwerte vom Werk und wir haben bestimmte Ist-Werte und die werden verglichen, dass man einfach weiß, wie ist der Zustand von dem Block selber, ob man da überhaupt Handlungsbedarf hat oder überhaupt nicht. So eine Prüfung ist relativ schnell vorbei und er zeigt uns gleich die richtigen Werte. So, hier sehen wir zum Beispiel Werte, wir haben minus 30 und plus 30 sind die Maximalwerte und bei uns der höchste Wert ist bei minus 7,5. Das heißt, diese ganzen Sachen kann man im Vorwege prüfen, dass man einfach weiß, wie ist mein Zustand meines Fahrzeugs und was ist da genau los, damit auch keine teuren Reparaturen entstehen, wenn man das alles regelmäßig testet. Jetzt prüfen wir weiter und zwar der Unterschied zwischen gemessener Luftmasse und berechneter Luftmasse. Ihr seht hier die beiden Kurven. Dahin kann man auch sehen, wie viel Differenz ist da gegeben. Ist die Differenz im Rahmen oder ist sie halt nicht im Rahmen? Das ist immer sehr wichtig zu prüfen, um halt Fehler des Fahrzeugs zu finden. Ein sehr wichtiges Bauteil ist die Abgasrückführung. So sieht sie aus. Wir haben hier einen Stempel, der fährt auf und zu und sorgt dafür, dass verarbeitete alte Abgase dem Motor wieder zugeführt werden. Diese Abgase landen natürlich an der Ansaugbrücke, an den drei Klappen und sorgen für das Problem, dass sie irgendwann anfangen zu klemmen, beziehungsweise sorgen auch für das Problem der Versottung der Ansaugkanäle, die wir geprüft haben, wo die Ventile sind, und sorgen natürlich auch, dass der AGR-Kühler, den wir hier sehen, dass er sich auch zusetzt. Der setzt sich zu mit den ganzen Ruß von der AGR. Wir müssen prüfen, ob die AGR richtig schließt oder nicht richtig schließt. Und das tun wir hierbei. Wir gucken, ob die AGR die Position erreicht, die sie erreichen soll. Weil wenn sie permanent offen ist, wo wir das nicht haben wollen, ist es natürlich für uns sehr, sehr schlecht. Es ist eh schon schlecht, dass der Motor verarbeitete Abgase bekommt, aber so ist es natürlich noch schlechter. Deswegen bieten wir auch die Möglichkeit an, einer Veränderung der Frischluftrate. Früher hat BMW das selber auch angeboten und hatte die Möglichkeit, im legalen Bereich das AGR auf Minimum zu reduzieren. Mittlerweile bietet BMW das nicht mehr an, aber wir haben diese Möglichkeit, das zu machen, genauso auch wieder über diese Fernwartung. Das heißt, da braucht ihr gar nicht zu uns zu kommen, diese Möglichkeit haben wir ebenfalls. Es gab eine sehr, sehr große Rückrufaktion von BMW, wo der AGR-Kühler getauscht wurde, wo die Fahrzeuge angefangen haben zu brennen oder die Ansaugbrücke halt Löcher bekommen hat, wie auch in diesem Fall. Warum war das so? Weil hier war ein Defekt und zwar die Abgase, die hier durchgingen, trafen auf ein Kühlmittel und da gab es auch die Problematik, dass dort halt die Fahrzeuge angefangen haben zu brennen. Genauso gab es auch die Problematik mit der AGR-Bypass-Klappe. Das heißt, sie hat angefangen zu klemmen und die Ansaugbrücke sozusagen ist geschmolzen. Das prüfen wir hier in dem Fall, ob die Bypass-Klappe richtig funktioniert. Die Bypass-Klappe wird von einem Ventil gesteuert. Wir haben hier einen Unterdruckschlauch und wenn sie halt nicht richtig funktioniert, dann gibt es natürlich Probleme. Außerdem haben wir hier halt nochmal die Klappe, die kann man hier sehen. Das wird hier geprüft und zwar über einen Graphen. Man sieht die einzelnen
Temperaturen verändern sich. Wenn zum Beispiel die AG auf und zu geht, wenn die Klappe aktiviert wird oder deaktiviert wird, diese ganzen Sachen kann man hier sehen. Dadurch weiß man, muss ich mir Sorgen machen, dass hier die Abgase nicht vernünftig durchkommen. Klemmt meine AGR Bypassklappe oder klemmt sie nicht, werden die Temperaturen erreicht, so wie die erreicht werden sollen. Das alles kann man prüfen und dann weiß man, ob man da was machen muss oder halt nicht. So sieht zum Beispiel so eine Prüfung aus und am Ende bekommt man ein Ergebnis, dass man weiß, wie ist mein Zustand. Genauso halt mit Soll- und Ist-Werten. Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe prüfen wir natürlich auch die Adaptionswerte des Automatikgetriebes. Wir haben die Kupplungslücke und Schnellfühlzeiten und die sagen uns, was mit dem Automatikgetriebe los ist. Wie ist der Zustand? Wurde jemals eine Wartung am Automatikgetriebe gemacht? Wurde irgendwie Öl gewechselt? Wurde gespült? Haben wir hier Druckverluste? Das heißt, anhand der Werte können wir sehen, ob wir einen Druckverlust haben, wie lange das Getriebe braucht, die Gänge einzuschalten und ob es mehr Druck braucht, um sozusagen da halt den Gang einzulegen. Wenn die Werte halt entsprechende Werte, können wir eine Handlungsempfehlung geben, was man macht für den Zustand. Denn ein Ölwechsel oder eine Spülung ist kein Allheilmittel für jedes Getriebe, für jeden Zustand und für jede Laufleistung. Denn ein Getriebe ist ein hydraulisches System und dort gibt es halt Verschleiß. Diesen Verschleiß muss man halt beheben. Das heißt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man den beheben kann und anhand dieser Werte können wir den sehen. Wenn ihr an sowas Interesse habt, schickt uns am besten eine E-Mail mit ein paar Fahrzeugdaten und dann können wir euch da ein Angebot schicken, was sowas kostet und die einzelnen Sachen, wie viel man da ungefähr rechnen muss. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.